Ja, hi. Und zwar habe ich hier jetzt mal versucht, einen Temperaturfühler, den es ja für den Arduino ganz billig zu kaufen gibt. Der heißt DHT11 und der kostet so 3 € oder sowas, ne? So ein kleines Ding. Und das kann man auch ganz leicht anschließen. Also da ist so ein weißes Kabel, was zum Arduino geht. Auf Pin 7 habe ich das jetzt gemacht. Das sind die Daten. Und ja, rot und blau ist Plus und Minus halt, ne? Das ist schon alles. Braucht man nicht mal so ein Breadboard, so ein Steckbrett. Braucht man dafür gar nicht. Ja, und im Hintergrund, da seht ihr so eine Excel-Tabelle oder so eine Tabellenkalkulation, viel zumindest. Das ist von LibreOffice. Damit funktioniert das besonders gut. LibreOffice kostet nichts. Ist so wie OpenOffice. Es gibt es für Windows, für Linux und für den Mac. Und ja, und da kann ich jetzt also in Echtzeit die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten, die dieser Sensor empfangen kann, über den Arduino in die Tabellenkalkulation, also hineinbringen. Jetzt hauche ich hier mal gegen. Dann müsste jetzt das Blaue, also die Luftfeuchtigkeit, müsste gleich nach oben schießen. Ja, da ist er. Zack, geht er hoch. Weil ich habe jetzt den Aktualisierungswert auf 5 Sekunden gestellt, ne, damit es ein bisschen flotter geht. Damit wir nicht so lange warten müssen. Ja, das klingt ganz einfach, war aber doch nicht so trivial, wie ich dachte. Der Hauptknackpunkt bei der Sache ist, dass Arduino die Dezimalwerte, ne, also hier, was ich 21,9, ne, in 21,9 ausgibt. Und damit kommt das LibreOffice Calc, ne, die Tabellenkalkulation, nicht mit klar. Also es kann die Werte zwar importieren, ohne Frage. Aber die grafische Darstellung funktioniert dann nicht mehr. Ja, da erscheint dann gar nichts. Und ja, da habe ich doch dann ziemlich rumgefriemelt, bis das klappte, weil ich musste schon im Arduino den Dezimalpunkt in Komma umwandeln, ne? Und dann hat es dann funktioniert. Man sieht hier auch schon in dem Terminalprogramm, was ich hier benutze, da ist auch schon alles von Punkt auf Komma umgewandelt. So, und jetzt zeige ich euch mal im Einzelnen, was ich da gemacht habe. Ich bereite das mal kurz vor und dann bin ich gleich wieder da. So, hier sind wir jetzt im Arduino und da muss man sich zunächst mal für diesen Temperatursensor eine Bibliothek oder Library, wie man das auf Englisch sagt, einrichten. Da geht man hier auf Werkzeuge und dann auf Bibliotheken verwalten und gibt da ein DHT, damit man das schneller findet. DHT. So, da sind wir. Und dann brauchen wir DHT New. Mit dieser Bibliothek können wir auch Dezimalwerte auslesen aus diesem Sensor. So, da muss man dann auf Installieren klicken. Dann ist das installiert und dann muss halt hier das inkludiert werden. Wie das hier auch steht, ich mache euch diesen Sketch dann auf meiner Homepage. Dann könnt ihr den direkt abkopieren, ne? So, dann haben wir hier den Sensor. Der wird hier initialisiert und auf Pin Nummer 7 habe ich den gemacht. Und hier kommen wir dann schon zu dem Bereich, das ist die Vorbereitung für die Umwandlung von Punkt zu Komma. Da müssen wir also 4 Variablen deklarieren. Ich habe die jetzt AUSCHUM genannt, das ist Ausgabe für Humidity, also Luftfeuchtigkeit. Und Ausgabe Temp für Temperatur. Das muss man zweimal machen, einmal als Float, einmal als String. Dann geht es weiter zur seriellen Schnittstelle. Die wird auf 9600 baut.
eingestellt. Das hier sind die Überschriften, die dann später in der Tabellenkalkulation erscheinen. Ich zeige es euch nur noch mal kurz. Hier oben, ne, da steht dann Luftfeuchtigkeit, Temperatur. Das sind diese Überschriften. Das sind die. Ich mache das, ich schließe das mal wieder. So, und das hier dazwischen, das ist ein Tabulator. Dadurch werden die also so auseinander gerückt halt, ne? Das ist später dann wichtig für den Datenimport. Hier haben wir dann die Loop, also hier geht es um den Sensor. Das kann man alles so lassen. Und hier, das ist schon wieder die Umwandlung von Punkt zu Komma. Ich habe es auch daneben geschrieben. Und ja, hier passiert das halt, nicht? Hier, da habe ich ein bisschen dran geknurpselt, bis das, bis das lief. Aber ich bin ganz froh, dass es geklappt hat. Und hier, das ist die Verzögerung. Also das sind diese 5 Sekunden, die ich eingestellt habe, nicht? Also alle 5 Sekunden werden die Daten halt aktualisiert. Das ist noch aus dem Beispiel-Skript, das brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Da geht es um Test dieses Sensors. Das kann aber alles so bleiben. Ja, das war's. Ein ziemlich kurzes Skript eigentlich. Ja, also wir können ja auch mit den Arduino-Bordmitteln können wir ja auch die serielle Schnittstelle, also die COM-Schnittstelle auslesen. Dazu braucht man hier nur hier draufklicken, serieller Monitor. Und dann haben wir schon die Schnittstelle ausgelesen. Man kann hier sogar einen Zeitstempel sich einblenden lassen. Oder man kann auch, und hier sehen wir jetzt schon, nicht? Also die Dezimalpunkte wurden in Dezimalkommas umgewandelt. Und man könnte auch hier bei Werkzeuge gibt es ja auch noch serieller Plotter. Und da könnt ihr auch schon eure Werte grafisch ausgeben lassen in Form einer Kurve. Ich hauche hier mal gegen. So, zack, da schießt er hoch. Nur diese Werte, die kann man alle nicht abspeichern, nicht? Hier vom Arduino. Die kann man sich zwar angucken, aber speichern kann man die leider nicht. Ja, deswegen habe ich gedacht, wäre es doch schön, wenn man das in einer Tabellenkalkulation live darstellen könnte. Und das geht halt mit dem LibreOffice. Aber man braucht als Zwischenschritt ein anderes Terminalprogramm als das von Arduino. Dieses Terminalprogramm heißt CoolTerm oder CoolTerm, je nachdem. Das gibt es für Windows, Linux und Mac. Gibt es in 32 und 64 Bit. Kostet nichts und ist ganz hervorragend. Das Besondere an diesem Programm ist, es kann alle Daten, die es empfängt, in eine Textdatei speichern. Und die auch ständig aktualisieren. Zunächst mal muss man, wie bei all diesen Programmen, erstmal auf Options gehen, auf die Optionen und dann halt den COM-Port auswählen, den man benutzen möchte. Bei mir heißt er jetzt COM4. Baudrate 9600 Baud. Der Rest bleibt so. Dann bei Terminal, da steht dann Raw Mode. Und bei Enter Key Emulation CR plus LF, also Carriage Return und Line Feed und
Der Rest bleibt so. Mehr braucht man eigentlich gar nicht machen. Und dann der nächste Schritt ist, man geht hier auf Connection und dann auf Capture to Text Binary File. Und das bedeutet, dass er jetzt, also wenn man das aktiviert, dann schreibt er die empfangenen Daten in eine Textdatei. Und man kann hier die von ihm vorgeschlagene nehmen, also das ist sein Standarddateiname, den er vorschlägt, inklusive Datum und Uhrzeit. Ich nehme jetzt für meinen Fall eine, die heißt Arduino-Daten, damit ich die auch schneller finde. Da stehen jetzt Daten drin, die lösche ich jetzt, indem ich sie überschreibe. Und jetzt kann ich auf Connect klicken und dann sammelt er die Daten. Alle 5 Sekunden, so wie ich das halt eingestellt habe. Und dann schauen wir mal in den Programmmanager, hier Arduino-Daten. Und da sehen wir schon hier, da tut sich was. Die Dateigröße ändert sich und die Uhrzeit hier ändert sich, ne? Weil er halt ständig diese Datei aktualisiert, alle 5 Sekunden nämlich. Ja, die kann ich jetzt mal anklicken, die Datei, und die aktualisiert sich allerdings nicht ständig. Die müsste ich dann auf und wieder zumachen. Jedenfalls brauchen wir aber diese Datei gleich, und zwar als Datenquelle für das LibreOffice. Das LibreOffice ist so ein Office-Paket, das kostet nichts, so wie OpenOffice auch, ne? Und da nehme ich jetzt hier eine neue Tabellenkalkulation, neues Tabellendokument, und da steht jetzt noch gar nichts drin. Dann gehe ich hier auf Tabelle und auf Verknüpfung zu externen Daten. Klicke ich jetzt drauf und da suche ich mir eine Datenquelle und das ist halt diese Textdatei. Und da ist sie auch schon, Arduinos-Daten heißt sie. Da ist sie. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Teil, nämlich zur Darstellung der Daten. Und da ist wichtig, dass man diese Trennoptionen berücksichtigt. In meinem Fall, ich verwende ja Tabulatoren und deswegen ist es in meinem Fall Tabulator. Wenn ich den jetzt hier wegmache, dann ist hier nur noch, werden die Daten so aneinander geklatscht. Wenn ich jetzt Komma separiert nehme, dann wäre das auch falsch, weil ich ja das Dezimalkomma schon als, also schon benutze. Und Semikolon und so, das benutze ich alles nicht. Also ich muss jetzt Tabulator anklicken. Und hier sieht man ja auch schon in der Vorschau, ja, das sieht ordentlich aus. Da ist eine Überschrift, da sind dann die Daten und da ist die andere Überschrift und da sind dann die dazugehörigen Daten. Da sage ich jetzt OK. Und jetzt habe ich hier noch die Option, die also automatisch aktualisieren zu lassen. Und da mache ich ein Häkchen dran, wähle in meinem Fall 5 Sekunden aus, damit wir also schneller sehen, schneller mitverfolgen können, was da los ist. Dann sage ich OK und zack, sind sie schon drin. Ich kann dir jetzt auch runter scrollen und mal gucken, was hier so los ist. Ich hauche mal wieder an diesen Sensor. So, und dann schnellt er hier auf 95% hoch. Und die Temperatur geht auch hoch. Ja, jetzt möchte ich diese Daten visualisieren durch ein Diagramm. Dazu markiere ich halt einen Datenbereich. Der sollte aber ruhig großzügig sein. Größer als das, was schon vorhanden ist. Dann gehe ich hier auf das Diagramm einfügen Symbol
Und da habe ich dann auch schon etwas stehen. Dann mache ich mal hier Liniendiagramm. Das sieht ganz flott aus. Und das war's schon. Bin ich schon fertig. Falls ihr den Datenbereich also zu klein gewählt habt, dann aktualisieren sich diese Daten nur eine Weile und dann nicht mehr. Dann müsst ihr nichts anderes tun, als hier mit dem Rechtsklick auf das Diagramm draufgehen und dann Datenbereiche auswählen. Dann macht er hier einfach einen Wert von irgendwas Großes, 100 oder so. Ne? Nicht zu groß, dann wird das Diagramm zu breit, aber so 100 oder sowas. Ne? Und dann seht ihr jetzt sehr schön, wie die Daten sich hier aktualisieren und das direkt im Diagramm sich manifestiert. Ja, das finde ich total klasse, nicht? Das ist ja schon richtig wissenschaftlich. Das gefällt mir gut. Verschiebe ich es mal wieder nach oben. Jo, prima, das hat also geklappt. Ja, dann wünsche ich euch auch noch viel Spaß beim selber Experimentieren, vielleicht beim Nachbauen. Vielleicht habt ihr einen anderen Sensor oder vielleicht habt ihr irgendwelche Spannungswerte, die ihr grafisch darstellen wollt oder so, ne? Ja, dann viel Spaß, bleibt gesund und bis bald.